Digitalisierung und neue Technologien haben einen massiven Einfluss darauf, wie Menschen in Zukunft leben werden. Die Salzburg AG setzt sich mit diesem Thema schon seit einigen Jahren auseinander. Beim zweiten firmeneigenen Innovation Summit stellt man sich die Fragen, wie leben und arbeiten wir in Zukunft und wie bewegen wir uns fort. Der Energieversorgung wird dabei eine noch größere Rolle zukommen, so der renommierte Zukunftsforscher Lars Thomsen. Energieversorgung in Zukunft wird wesentlich stärker mit Informationstechnologie zu tun haben, mit einer vorausschauenden und smarten Art und Weise, das Leben von Menschen zu unterstützen. Und insofern steht die Energieversorgung auch vor einem Kulturwandel, nämlich weit mehr zu tun, als nur bereitzustellen, dass der Strom fließt. Das eröffnet auch neue Chancen für die Salzburg AG, sich als digitalisiertes Technologieunternehmen zu positionieren. Mit dem einzigartigen Portfolio aus Energie, Mobilität und Kommunikation befindet man sich dafür auf dem richtigen Weg. Im Mittelpunkt bleibt aber weiterhin der Kunde. Ich glaube, dass uns gerade die Digitalisierung massiv den Weg ebnen wird zu noch mehr Kundennutzen, heißt ganz neue Produkte für den Kunden zu entwickeln und ihm damit auch das Gefühl zu geben, dass das, was er mit und an uns hat, einfach das Beste ist. Und was für mich ganz spannend ist, ist das Thema, wie entwickeln wir unser Unternehmen weiter, nämlich hin in Richtung digitalisiertes Technologieunternehmen. Bei der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion wird tiefer in die Thematik eingestiegen. So etwa werden Themen erläutert, inwieweit Alexa die Lebensbereiche der Menschen beeinflussen und verändern wird. Künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Fahrzeuge werden Einzug in den Alltag finden. All das wird das Spiel völlig verändern. Ich denke über eine 4-Tage-Woche nach. Ich denke darüber nach, vielleicht nur Teilzeit zu arbeiten und den Roboter den Haushalt machen zu lassen und über Alexa Flugreisen zu buchen. An das denke ich. Also ich persönlich freue mich auf die Zukunft, weil ich denke, wenn man sich mit Tools, Robotern, was auch immer, das Leben erleichtern kann, sollte man es tun. Und ich schaue da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Teil des Innovationsprogrammes der Salzburger AG ist auch die Innovation Challenge. Dabei werden internationale Startups, KMUs aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik mit internem Know-how vernetzt, um neue innovative Produkte zu entwickeln. Wie stellt sich nun der Vorstand der Salzburg AG, Horst Ebner, sein Salzburg 2030 vor? Ja, mein Salzburg schaut smart aus, digital aus, in allen Lebensbereichen. Die Zukunft hält viel bereit und die Salzburg AG setzt dafür schon heute die richtigen Schritte.